dann kommt die nächste Lieferung. Die Garnelen sind echt ekelhaft. Was ist da? Das hier ist Kabuki. Ich kenne mich doch schon. Was weißt du schon über Kabuki, scheiß Nomade? Jetzt mach keinen Stress. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kaufe ich nicht. Und Nomaden sind angeblich. Na gut, von mir aus. Llegaste hace poco? Waren durch ganz Night City zu transportieren, muss gefährlich sein. Kriegst du manchmal Ärger? Wenn du Schutzgeld erpressen willst, verpiss dich. War doch nur eine Frage. Mhm. Sicher. Hast du die Klamotten verdient oder geliehen? Was geht dich das an? Ich bin Bäcker. Ah, treffen sich zwei Nomaden in Night City. Wie kann ich helfen? Warum bist du in Night City? Selber Grund wie alle anderen. Eddies, Abenteuer. Du siehst ja, ich lebe den Traum. Egal. Was kann ich für dich tun, hä? Ich suche diese Frau. Kennst du sie? Die Bullenschnalle? Ja. Sie hat ein Zimmer in dem Motel da. Gleich da drüben. Super. Danke. Doch nicht dafür. Thank you.
hinter dem Job. Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Halt! Glaub mir, ist gesünder. Gut, die Pflicht ruft. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ganz ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Hör zu, ich arbeite hier. Echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Thank you.
Bueno, Zurga. Mensch, halb Megablock. Ripper haben selten organische Körper. Vor allem nicht solche. Die meisten verstehen nicht, dass das Hirn besser mit echter statt synthetischer Muskulatur funktioniert. Selbst wenn du nur eine Hand ersetzt, büßt du schon Konzentration und Wohlsein ein. Cyberware macht mehr Ärger, als dass sie hilft. Kein gutes Marketing für einen Ripper, Doc. Stimmt. Aber Chroma wie dich hält das nicht auf. Suche nach neuem Chrom. Na dann, da bist du hier richtig.
Thank you.